So, da sind es nur noch zwei Herausforderungen. Jetzt sollen wir die Zeitherausforderung absolvieren. Nördlich von Lucky Landing oder östlich von Snooby oder Slobby Shores. So, dazu gehen wir wieder in Gruppenkeile rein und ich persönlich gehe definitiv zu Lucky Landing, weil da das Hoverboard und die Zeitabnahme ziemlich nah beieinander sind. Ich werde euch halt einfach zeigen, wo das Hoverboard ist, wo die Zeitaufgabe dann ist. Ich hoffe halt nur, dass keiner uns das Board vorher wegschnappt, aber eigentlich in Gruppenkeile. Ja, gut, es werden natürlich einige in Gruppenkeile machen. Weil selbst wenn du stirbst und die Zone hier einigermaßen in der Nähe ist, kannst du es sogar nochmal probieren. So, und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, Likezeit, Kommentierzeit. Wenn noch kein Abonnent bist, hau jetzt dein Abo raus. Weil es fehlen nur noch zwei Abonnenten, dann kommt unten schon wieder die zweite Zahl hinzu. Und vielleicht bist du ja der Glückliche und knackst dann den dritten PaySafe-Code. Und wenn du wissen willst, wie das genau funktioniert, guck einfach mal schnell unten in der Videobeschreibung, wenn du hier die Aufgabe fertig hast. Und guck einfach mal, wie das Ganze funktioniert mit dem Einlösen und hast du nicht gesehen. Und nochmal, weil manche haben gefragt, unten die Fragezeichen. Da kommen nur Zahlen hin. Also beim PaySafe-Code sind keine Buchstaben wie beim PSN-Code oder so. Also definitiv nur Zahlen. So, ja, Lucky Landing kann ich schon mal haken. Also bei Lucky Landing ist die Zeitabnahme hier. Und da müsst ihr eigentlich das Board nehmen. Aber wir gehen jetzt doch hier hin und holen uns erstmal das Board. So, jetzt muss ich mal kurz selber gucken. Nicht, dass ich euch hier Blödsinn erzähle, weil so war es nämlich eigentlich nicht gedacht. Ah, ist direkt davor, alles klar. So, wie gesagt, wir gehen hier auf den Berg, holen uns das Hoverboard und müssen dann dahin. Also hier hin. Da ist die Zeitabnahme. Jetzt ist natürlich das Problem, die können natürlich wunderbar nach da fliegen und können nach da fliegen. Also besser wäre gewesen, wenn wir hier die Flugroute gehabt hätten. Weil die werden wahrscheinlich vor mir auf dem Berg sein. Wenn einer da die Prüfung macht, dann habe ich ein Problem. Aber dann probieren wir die Prüfung einfach ohne Board zu machen. Ich weiß nur nicht, ob sie ohne Board überhaupt machbar ist. Aber eigentlich schon, nur mit Board ist natürlich einfacher. So. Ich wette, safe war einer da, aber ich glaube, da oben sind eh mal zwei oder so. Entweder ist hier schon einer gelandet. Ah, der hätte doch die Kiste mitgeholt. Hier ist doch sonst ein Hoverboard, oder bin ich jetzt blöd? Das Problem ist aber auch, weil ich die Hoverboards nie benutze, dass ich nicht wirklich weiß, wo die anderen sind. Also, wir probieren jetzt trotzdem mal direkt darüber. Ich könnte mir jetzt auf Krampf noch. Was haben wir denn in der Nähe? Eigentlich. Ja, warte mal. Warte mal, warte, 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 warte. Ich hole mir das bei Tilted dann. Die Zeit lässt es zu. Die Zone eigentlich auch. Dann holen wir uns das Hoverboard bei Tilted. Ja, da sind auch noch. Oder? Ich sag nicht, hier sind auch keine mehr. Jetzt hier kein Blödsinn. Ah, doch. Also, wenn ihr auf dem Berg keins findet, so wie ich gerade, eigentlich sind die immer auf dem Berg, dann ab schnell zu Tilted und schnappt euch da eins. So, dann schauen wir mal, wie die Aufgabe ist. Weil, wie gesagt, ihr seht immer, ich gucke selber nicht wirklich danach, nur gerade wo der Ort ist und probiere es halt dann aus. Aber in Zukunft werde ich es halt wirklich so machen, wenn ich quasi die Aufgabe schon gemacht habe, dass ich dann das Video halt doch schon beende, weil das ist halt echt ein hoher Zeitaufwand, wenn ich dann an einer Aufgabe da quasi 20 Minuten hänge. So.
Okay, die sind doch ein bisschen schwieriger. Ach, hör doch auf, Dulli. Warte, dann müssen wir uns das anders machen. Er hat natürlich unser Board jetzt. Nee, hat das nicht. Warte mal. Wenn wir das so machen, so. 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 Meine Fresse. So. So. Wir probieren es jetzt einfach mal ohne Hoverboard. Und zack. Also wie ihr gesehen habt, macht es doch besser, glaube ich, ohne Hoverboard. Baut euch einigermaßen eine Rampe hier hoch. Ihr habt jetzt gesehen, ist eigentlich machbar. Das erste Mal war nicht so gut, aber der vor mir hier war, hat das schon recht gut vorbereitet, sage ich jetzt mal. Und von daher war das eigentlich jetzt nicht so schwer, wie das Ganze jetzt bei Lucky Landing aussieht. Kann ich euch natürlich jetzt nicht sagen, weil ich jetzt hier die Aufgabe gemacht habe. Aber ich denke mal, die wird sich zu ähnlich verhalten. Probiert es einmal mit Hoverboard, ob es vielleicht damit einfacher geht. Aber hier würde ich behaupten, ohne Hoverboard ist es einfacher. Baut euch einfach eine Rampe hoch, so wie ich es jetzt gemacht habe. Und dann ist die Aufgabe eigentlich auch easy machbar. So, dann würde ich sagen, ich hoffe mal, damit konnte ich dir helfen. Und lass doch gerne ein Abo dafür da. In dem Sinne würde ich sagen, beenden wir hier auch das Video. Und euch noch viel Spaß mit den Aufgaben und haut rein.